Die Polizeikommissare Can Yildiz und Michael Smolik müssen jetzt eine Brautentführung aufklären, die, anders als üblich, kein Hochzeitsspaß ist. Auch wenn man einen starken Partner an der Seite hat, da kann immer was passieren. Egon 226 von Egon. Okay, ich hab nichts gesagt. Ich höre. Fahrt zu einem Lokal am Willy-Brandt-Ring 44. Eine Amelia Weidlich meldet eine Schlägerei zwischen mehreren Männern, Sonderrechte frei. Ja klar, bitte Verstärkung mit anfordern und wir fahren an. Ja, gerade davon noch gesprochen, ne? Verstärkung rollt. Du hast es gesagt, mein Freund. Am Einsatzort soll in wenigen Stunden eine Hochzeit stattfinden. Ohne das Eingreifen der Beamten ist die Feier jedoch in Gefahr. Wie aus dem Nichts sind zwei unbekannte Männer aufgetaucht und haben eine Prügelei angezettelt. Hier sind wir ja, ne? Ist hier vorne rechts, ne? Ich packe hier vorne einmal kurz ab. Schauen, verschaffen uns erstmal kurz einen Überblick. Schauen, ey, dann geht's los. Geht's schon los? Raus. Ja, bei mir auch. Ja, was? Einmal kurz den Arm hergeben, bitte. Einmal den Arm hergeben. Ja, ich hab die Bullen gerufen, Mann. Fixierst du mal? Gut. Nein. Ja, ey, kriegt euch rein. Gut, geben Sie einmal kurz. Alles kaputt. Es war sehr schwer, sich in dieser Situation einen Überblick zu verschaffen. Wir sind darauf getrimmt, dass wir einfach in einem Bruchteil von Millisekunden einfach sehen, wer ist böse, wer ist gut. Und dann haben wir zwei dann auch mal die richtigen gleich festgenommen. So, wir heben sie jetzt einmal auf. Ja, einmal das Gesicht zur Seite. Einen Moment, warte. Gut. Einmal kurz. Komm rauf, komm. Und komm rauf hier. So, einmal die Füße zusammen, bitte. Und jetzt hoch. Eins. Nach vorne hin. Ja, Mann. So. Ey, was soll das? Gut, dass Sie da sind. Ja. Ja, Gott sei Dank. Was ist denn hier passiert? Ja, keine Ahnung. Ich war, mit Jana da im Raum, wir haben sie fertig gemacht und plötzlich gab es einen riesen Knall, ich kam hier raus und die waren sich am Prügeln, Rängelei, Tische umgefallen, Stühle umgefallen. Kennt ihr die zwei Herren? Nee, wir sind reingekommen und haben Radar gemacht, wie die Berserker. Ja. Okay. Wer ist denn hier der Verantwortliche? Also mir gehört der Laden hier. Ja, das ist mein Kumpel. Das ist ihre Hochzeit. Wo ist die? Ich hole jetzt mal die Jana jetzt. Das ist die Braut. Ja, genau, ich hab die im Raum kurz vorbereiten. Die Schwester wollte die Braut vor dem Tumult schützen und hatte sie im Ankleidezimmer zurückgelassen. Doch dort ist sie nicht. Die war gerade eben hier noch im Raum. Ohne Witz, sie ist nicht da. Einmal kurz zur Seite, bitte, ganz kurz. Bleiben Sie alle bitte ganz kurz ruhig. Ja, lassen Sie uns mal kurz unsere Arbeit machen. Gehen Sie einmal kurz raus, bitte. Wir kommen sofort wieder auf Sie zu. Das ist meine Frau, die fehlt. Alles klar, so. Alles klar. Lassen Sie es einmal liegen, bitte. Einmal kurz liegen lassen, bitte. Bei so einer Situation ist es immer gemischte Gefühle. Das heißt, man versucht sich natürlich erstmal einen Überblick zu verschaffen. Natürlich nimmt es auch einen mit. Man sieht da einen Brautschleier, der voll mit Blut ist. Da sind wir aber professionell genug, da wirklich auch eine Distanz zu wahren. Es ist ja bestimmt was passiert. Sie sind ja da und der Schleier ist voll am Michi? Nein, sie ist nicht hier. Michi? Die Braut ist nicht da. Hey, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Warum der Scheiße ist denn das gewesen? Der Bräutigam hat in dieser Situation sehr emotional reagiert, natürlich, weil seine Braut eben verschwunden ist. Hat mich dann persönlich auch angegangen. Da wird man natürlich auch selbst ein bisschen persönlicher. Muss man versuchen, sich wieder zu fangen. Schwierige Situation. Egon, wir brauchen hier auf jeden Fall ein RTW. Hier sind mehrere verletzte Personen. Wir brauchen auf jeden Gehen Sie auch einmal kurz zur Seite, bitte. Sie kommen gleich einmal sofort ein RTW zurück. Aufgrund der Indizien müssen die Polizisten davon ausgehen, dass der Braut etwas zugestoßen ist. Doch keiner hat im Chaos der Schlägerei etwas gesehen. Plötzlich hören die Beamten laute Motorgeräusche. Was? Stehen bleiben! Stehen bleiben! Hey! Wow! Stehen bleiben! Stehen bleiben! Schatze? Wir brauchen einmal ein Kabel runter. Ganz ruhig. Einmal den Arm. Als wir dann aus dem Gebäude raus sind, haben wir gesehen, wie ein Fahrzeug wegfahren wollte. Die Braut saß hinten verletzt auf der Rückbank. Das habe ich natürlich blitzschnell reagieren können und kombinieren können. Und ein unbekannter Täter wollte flüchten. Ich musste dann über die Tür springen und ihn festnehmen. So, einmal hinsetzen. Und bei drei. Eins, zwei, drei. Einmal mitkommen. Allem Anschein nach wollte der Verdächtige die Braut gewaltsam verschleppen.
Sein Motiv ist für die Kommissare allerdings noch völlig unklar. Ja. Das ist der? Wer ist das? Matteo ist das. Ja, das Matteo ist mein Ex-Freund. Okay. Der hat mir ein Zimmer gebraten mit einem Tablett. Ich glaube, der wollte. Der RTW ist auch komplett, ja? Ja, der wollte mich, glaube ich, entführen. Der hat mir schon vorher immer SMS geschrieben und hat mich gestalkt und wollte mich zurück. Ich habe irgendwann nicht mehr darauf reagiert. Und ist er jetzt hierher gekommen, hat sie einfach mitgenommen, oder was? Ja, kennen Sie den Herrn? Schon bewusst. Ja, das ist Ihr Ex-Freund. Okay. Der ist sehr eifersüchtig. Und er hat auf Sie eingeschlagen? Ja, wie Sie sehen. Mit der Faust, mit Gegenständen? Nein, mit einem Tablett, das da irgendwo lag, wo ich mit nicht im Tablett. Raum war. Waren noch irgendwelche anderen Personen dabei? Oder Nein, war er allein? Nein, nur gerade wir alleine. Er hat mich damit ins Auto geschliffen wahrscheinlich. Ich war gerade bewusstlos, bin jetzt gerade erst zu mir wiedergekommen. Ganz ruhig, ich sehe es. Beruhigen Sie sich erstmal. Wir sind jetzt da. RTW kommt gleich, um Sie zu versorgen. Das ist erstmal das Wichtigste, okay? So. Ganz ehrlich, ja, die müssen doch bestraft werden, die Leute. Das geht doch gar nicht. Du, helfen! Das ist ja erstmal Ruhe. Das ist doch krank, was du gemacht hast. Lass sie ist hingefallen. Ich wollte sie doch ins Krankenhaus fahren. Das werden wir gleich hier alles klären. Was man hier generell gegen Stalking unternehmen kann, gibt es wirklich verschiedene Möglichkeiten. Die beste Möglichkeit ist, sofort die Polizei zu benachrichtigen. Und es gibt auch den Weißen Ring, der sich hier um Stalking-Opfer sehr professionell auch kümmert. Der einzig richtige Weg ist, wirklich zur Polizei zu gehen. Ich kann es sogar beweisen. Ich kann es beweisen. Fischi. Er hat mir hier immer SMS. Hey! Komm her! Ich reiß dir nicht aus! Soll einmal ruhig bleiben. Leon, bleib ruhig. Einmal ruhig bleiben hier. Leon, bleib ruhig. Ganz ruhig. Die Polizisten sind sicher. Es kann kein Zufall sein, dass die Entführung ausgerechnet zu dem Zeitpunkt stattfand, als alle Hochzeitsgäste abgelenkt waren, nämlich durch die Schlägerei. Haben Sie was damit zu tun, dass die zwei Kollegen hier oben waren und da Randale gemacht haben? Nein, ich kenne die nicht. Ich kenne sie nicht? Nein. Ich habe langsam das Gefühl, dass Sie hinter dieser ganzen Sache stecken. Nein. Ja, sie entführen ihre Ex-Freundin. Ich wollte Sie nur gratulieren für die Hochzeit. Sie stiften hier Leute an, um eine Hochzeit zu ramponieren? Nein, habe ich nicht. Haben Sie nicht? Nein. Sie haben doch irgendwas vorhin erzählt von Beweisen, oder? Hab ich da was richtig? Ich kann es sogar beweisen. Genau, da waren wir vorhin doch dabei. Er hat mir hier immer SMS geschrieben, da sehen Sie auch das Datum, wann immer. Ich habe irgendwann nicht mehr darauf reagiert. Du musst einfach verstehen, dass Sie heiraten. Hol dir endlich Hilfe. Das brauchen wir auf jeden Fall zur Beweissicherung, das ist ganz wichtig. Kein anderer. Hier steht auch alles, schwarz auf weiß, ne? Hol dir endlich Hilfe, das ist doch nicht mehr normal, du bist krank. Okay. Tut mir mal einen Gefallen, okay, und nimm den mal. Michi, ich habe gerade, das sind ihm bei der Durchsuchung runtergefallen. Ja. Und lass uns mal kurz einmal drauf gucken. Bei der Festnahme ist dem dritten Täter das Handy dann aus der Tasche rausgefallen, was wir dann auch sichergestellt haben. Mein Kollege und ich haben dann einmal nur kurz einen Blick erhascht, wirklich auf das Smartphone. Und da konnte man eine ungelesene Nachricht erkennen. Wir haben es erledigt. Lass uns treffen. Ciao. Alles klar, ja, gut. Müssen wir jetzt auch mal, lass uns das gleich alles machen, der ist jetzt im Wagen, gut. So ist jetzt erstmal hier alles vor, wir haben Ihre Unterlagen alle von uns, die wir brauchen. Wir werden uns nochmal bei Ihnen melden. Jetzt nochmal zu Ihnen, ich verstehe ja Ihre Situation, ist auch okay. Deswegen bin ich auch ein bisschen lauter geworden. Ja. Verständlich. Jetzt ist alles da, ich verstehe Ihre Situation, aber bitte das nächste Mal einfach auf uns hören, dann passiert auch nichts, okay? So, wir sind da, wir haben geholfen, wir gehen jetzt zu den Verantwortlichen und sagen mal kurz. Sie warten einfach auf den RTW. Entschuldigung? Ja. Ja. Dass ich es einfach da eben so angefahren habe. Kein Problem. Kein Problem. Vielen Dank für die Hilfe. Alles Gute. Vielen Dank, gut. Jungs. Macht's gut. Also in diesem Fall stehen folgende Straftaten im Raum. Zum einen natürlich Anstiftung der gefährlichen Körperverletzung bzw. Körperverletzung. Dann eigenbegangene gefährliche Körperverletzung an der Braut. Und dieses Stalking und Bedrohung, das muss man noch alles nachermitteln. Aber das wird viele und große Konsequenzen mit sich ziehen. Können Sie was zu der SMS sagen? Ja, okay, Sie müssen auch nichts dazu sagen. Sie sind nämlich beschuldigt in diesem Fall. Sie müssen gar nichts sagen. Sie können sich einen Anwalt holen. Und alles Weitere wird dann verlaufen. Alles klar. Okay. Gut. Bis zur Woche. Tschüss. Ciao. Durch die tätlichen Angriffe der drei Männer lässt sich das Brautpaar nicht von seinem Vorhaben abbringen und heiratet noch am selben Tag.